geht ab, liebe Leute? Heute ist Weihnachten, denn unsere... Heute ist im Sommer Weihnachten, denn unsere 1000-Euro-Cam ist wann angekommen? Gestern, ne? Gestern ist sie angekommen. Aber wir haben extra mit dem Auspacken gewartet. Ja, also du hast gewartet. Die ganze Nacht wahrscheinlich hat er... hat ihm in den Fingern gejuckt. Aber wir wollten ein Unboxing-Video zusammen filmen. Ich möchte die Illusion nochmal vorwegnehmen. Ich habe die Kamera gestern tatsächlich schon mal kurz ausgepackt. Ja, jetzt kommt die Wahrheit hier ans Licht, ja? Ja, ich habe geluschert. Ich habe ja einen extra Akku gekauft und da war ja schon so ein kleiner Akku von der Kamera mit und ich habe beide aufgeladen, damit wir gleich filmen. Und ich war eben gerade noch beim Mediamarkt, habe schnell so ein kleines handliches Stativ geholt. Das hier. Ich kenne die Marke gar nicht. So ein kleines handliches. Sonst hätten wir hier. Das nutzen müssen. Aber ja, aber das Stativ, also wenn du alle diese Beine da ausklappst, könnte man es als Wurfstern benutzen. Müsste eigentlich in Deutschland verboten sein. Pieks. Ja, du kannst ja, hat ja drei Teile, weißt du? Hat ja drei Teile, genau. Aber jetzt kommen wir mal zur Kamera. Fange ich damit an. Ja, das ist die Kamera. Da, da, wir haben uns die warte, zeig nochmal, ich muss mal einmal hier zeigen. Sony. Achso. Guck mal, das ist die neue Sony-Werbung. Wir haben uns die Sony RX100 Nummer 5 geholt, die neueste davon. Extra Speicherkarte dazu gekauft, da gibt es keine Speicherkarte drin. Das war bei Amazon, ich habe die bei Amazon bestellt und da wurde vorgeschlagen, das sich dazu zu holen und halt noch einen extra Akku. Extra Akku habe ich auch nachgelesen, weil die Akku hält vielleicht nicht ganz so lange, wie man möchte, weil echt krasse Qualität und so weiter. Auf jeden Fall okay, Speicherkarte, Akku habe ich geholt, das hier, da kommt noch was anderes. So, jetzt packe ich meine Kamera aus. Da, 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 da. Auf jeden Fall 10.000 Zettel, wie immer. Erstmal Gebrauchsanleitung in jeder Sprache lesen. Unglaublich, in jeder Sprache. Ist ja echt so. Selbst in. Pass auf. Ich möchte einmal die polnische rassistische Keule jetzt mal raushauen. Selbst in. Japanese. Lies mal auf Polnisch vor. Polnisch? Ja, lies mal. Kurwa jebana. Korzystanie z wyżera. Das habe ich kein Wort verstanden. Przesunięcie przełącznika wysuwania. Wyżera przy wyłączonym aparacie. Mein Polnisch ist... Ey, aber das ist ja kompliziertes Polnisch. Es klingt, als wenn du mit Leuten... Ich habe Polnisch nie gelernt, nur durch meine Eltern zu Hause. Also ich kann es witzigerweise lesen, aber die Wörter verstehe ich nicht alle beim Lesen. Ich kann besser Polnisch. Pass auf. Kurwa, Piwa, Dziwka. Chcesz Piwo? Jak się masz? Jak się masz? Wenn ein Hund ins Bettchen gehen soll, heißt Ada das ich. Ada ich, ich na meste, co to robisch, kurwa. Okay, gut, reicht. War genug Polnisch jetzt, ja. Wieder zur Kamera jetzt. Die Ladekabel und so war alles mit enthalten. Extra Schlaufen für die Hand. Hier nochmal das andere Ladegerät. Ist exakt das gleiche. Ja. Ich kaufe jetzt hier kein No-Name-Ding und mach das, überlade das Ding und mach's kaputt. Wir haben ja alles gewonnen. Wir haben es ja schon mal erwähnt, aber die Kamera ist sponsored bei Tipico. Ja, ich hab sie gewonnen. Ja, for free. Hier bei der Kamera sieht man auch direkt, dass man ist ja eigentlich irgendwie dran gewöhnt, ihr so jetzt reinzustecken irgendwie, so dass es passt, ne? Aber so ganz geht das hier nicht. Man muss schon direkt darauf achten, dass man da die Karte echt gerade hält. Und erst dann passt sie wirklich rein und dann macht einmal Klick. So, das scheint hier richtig eine kleine Fummelarbeit zu sein. Wie fummelt es sich so? Gut. Nicht zu fest? Ja. Nach fest kommt ab. Wie war das noch? Greg mit der Polizistin. Er hat gesagt, er meinte, nehmen Sie mich fest, aber nicht zu fest. Der war so gut. Shoutout an Greg Tricking. Das ist jetzt neu, und jetzt switchen wir jetzt hier rüber. Jetzt kommt der Switch. Pass auf jetzt. Und jetzt filmst du mich, ne? Ja. Und wie sehe ich aus? Super. In der neuen Kamera? Ja. Bam. Schön. Mit umgedrehtem Display. Weil wir hatten immer das Problem mit der anderen Kamera. Warte, ich zeig das mal. Dieser Kamera hier, wir wussten nie, wann ist man jetzt scharf oder nicht. Und da habe ich immer einfach so gehalten. Und manchmal war man überhaupt nicht im Bild oder war komplett unscharf. Ja, oder es war zu hell, es war zu dunkel. Ja, irgendwas. Also. Diese Kamera hat ihren Dienst getan, aber es wird Zeit für eine neue Ära. Die Ära der Sony... Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Sony. Sony! Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, dass der Affiliate-Link zu der Kamera unten in der Beschreibung ist. Also wenn jemand Bock auf eine 1000-Euro-Kamera hat... Wer es hat? Ja, wer mal 1000 Euro übrig hat und ein paar geile 4K-Aufnahmen machen sollte, der klickt unten in der Beschreibung und kauft sich die auch. Also wir müssen mit der neuen Kamera erstmal hier ein bisschen rumprobieren, weil wir kennen die ganzen Einstellungen noch gar nicht. Ist ja so... Neuwagen, weißt du? Ja. Also, er hat richtig Neuwagen geruch.
Und ja, ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr etwas Besonderes sehen wollt, weil wir können jetzt richtig krasse Slow-Mo-Aufnahmen machen. Also wirklich in, was können wir machen? 1000 Frames pro Sekunde. Also wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt, ja, was ihr in 1000 Frames sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, weil wir werden jetzt ausrasten mit dieser neuen Kamera. So, und wir hatten es ja schon angesprochen in dem Video, wo wir auf der Wiese ein paar Backflips gemacht haben, oder vielmehr ich, dass wir diese Kamera gewonnen haben bei Tipico. Und zwar, das musst du jetzt erzählen. Ich hatte 50 Euro, glaube ich. Ja, 50 Euro habe ich bei Tipico eingezahlt und dachte, vor einem Monat, und dann dachte ich aus Scherz, ich habe ewig nicht mehr hier Fußball gespielt, Wetten oder so. Da habe ich aus Scherz gedacht. Fußball gespielt? Also beides. Da habe ich aus Scherz gedacht, okay, ich wette mal jetzt 50 Euro bei Tipico. Und da habe ich irgendwie 2,3 Quote genommen und dann irgendwie aus 50 Euro irgendwie fast 200 Euro gemacht. Dann habe ich es nochmal gemacht und war ich irgendwie bei 500 Euro. Und dann diese, ich glaube 560 Euro habe ich nochmal verwettet und dachte so, entweder es klappt oder es nicht klappt. Und wenn es klappt, kaufe ich die Kamera. Und dann hat es geklappt, 1.049 € gewonnen. Für die Kamera habe ich selber, glaube ich, nur 120 Euro zusätzlich gezahlt. Deswegen, die Kamera war wirklich gewonnen. Und hier kann ich noch einmal zeigen, die Auszahlung. Der Beweis, dass wir keine Scheiße erzählen, ja? Also hier nochmal die Auszahlung. Zeig mal deine Wettscheine auch mit Datum. Ich habe schon gesagt, das Universum hat uns die Kamera eigentlich geschenkt. Also alles spricht dafür, dass wir weiter mit diesen Videos machen sollten. Für unsere 200 Klicks, die wir im Moment noch haben. Moment. Aber es geht um den Fun-Faktor. Und hier kommt jetzt der Beweis, dass wir keine Scheiße erzählen. So, und hier ist der Beweis. Ja, man sieht hier 50 Euro Wettschein, 100 Euro gewonnen, 100 Euro nochmal gelegt, 280 Euro gewonnen, dann 200 Euro gelegt, 480 gewonnen, 500. Und das letzte, was ich gelegt habe, war Wettscheinabgabe 560 Euro. Mit der Quote war dann 1042 Euro und hier auf mein Konto zurück überwiesen. Deswegen, ich habe tatsächlich, hier, es waren nur vier Wetten aus 50 Euro. Ja. Das war ein Joke. Das war noch nicht mal ernst. Ich habe gelegt, drei Wochen später noch einmal gelegt, kurz Pause gemacht, noch mal gelegt und dann gewonnen. Also, das war unser kleines Unboxing-Video von unserer Tipico gewonnenen Kamera. Schreibt in die Kommentare, was ihr mit dieser neuen Cam alles sehen wollt. Wie gesagt, wir können die krassesten Slow-Mo-Aufnahmen machen. Ich kenne mich nur mit den Einstellungen noch nicht aus, aber das kriege ich hier alles noch gleich erklärt. Und ja, also macht's gut, peace out, haut rein und wir sehen uns bald in den neuen Videos mit krassester Qualität. Sidekick von Makura jetzt. Was geht ab, YouTube?